Assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und einige Freunde wollten gerne, dass ich ein Video mache, wie das Opferfest in Ägypten ist. Und hier legen wir los. Wir sind um 1 Uhr morgens losgegangen, aus Sicherheit, weil wir dachten, dass es auch vielleicht am Fajr voll sein wird. 2:30 Uhr sind wir angekommen, weil wir den Weg verloren haben, ehrlich gesagt. Und so sah es dann eben am Fajr aus. Und bis zum Fajr-Gebet. Nach dem Fajr-Gebet gab es dann eine kurze Rezitation, wo der Scheich dann einige Suren und einige Versen gelesen hat. Und die Rezitation in Ägypten ist etwas ganz Besonderes. Das bedeutet, hört euch zum Beispiel Scheich Abdul Basit an oder Scheich Al-Minshawi oder Scheich Al-Husri. Und vor allem Surat Yusuf. Wenn ein Scheich aus Ägypten Surat Yusuf liest, das ist dann der Hammer. Subhanallah. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. Nach der Rezitation hat dann wieder ein anderer Scheich die Takbirat gemacht und dazwischen auch ein Meschid. Ich glaube, das ist eben die ägyptische Art und Weise. Und danach haben wir eben gebetet und so sah das eben im Gebet aus. نبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تعالى
أن يكون عيد الفطر بعد أداء ركن من أركان الإسلام وهو الصيام. ثم شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون عيد الأضحى في الركن الخامس من أركان الإسلام في وقت أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. وربنا سبحانه وتعالى سمى سورة في القرآن، فكأن سورة الأنبياء جاءت لتوضح للبشرية جمعاء أن هؤلاء الأنبياء هم من تحملوا رسالة الله إلى خلق الله، إلى جميع الناس في كل بقاع الدنيا. Nachdem das Gebet fertig war, haben wir dann wieder versucht rauszugehen. So sah das aus. Und es hat schon ein wenig gedauert, bis wir rausgehen konnten. Kleiner Tipp: Wenn man den Eid in Ägypten feiert, dann soll man wissen, dass diese 4 Tage kein Laden offen ist. Aber in diesem Jahr, 2022, hat es sich schon ein bisschen geändert. Also es gab schon einige Läden, mehr Läden, die offen waren. Ebenso wird auf der Straße geschlachtet. Das bedeutet, jeder kann vor seinem Laden, vor seiner Haustür schlachten. Und die Schafe werden auch auf der Straße verkauft. Das bedeutet, jede 200 Meter findet man einen Stand, wo Schafe sind. Naja, von Kühen gibt es auch, aber die sind eben nicht so frei. Aber die werden manchmal eben verloren. Die gehen einfach verloren. Wie diese Kuh. Ebenso war ich mal auf den Straßen, damit ich so gucken kann, was ich für euch aufnehmen kann. Hab dann diese schöne Stimme gefunden. Als ich dort angekommen bin, habe ich dann eben gesehen, dass es einige Thailänder sind, eine Gruppe von Schülern, die eben den Opferfest auf deren Art eben feiern wollten und haben sich dann eben diesen Fußballplatz gemietet, um dort sich zu versammeln. Das bedeutet, in Ägypten, weil so viele Kulturen zusammenkommen, feiert jeder sein Fest, wie er es kennt. إياك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.